So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind und ungeschnitten. Und wir sind gerade im Feuertempel. Ich will den Feuertempel eigentlich ganz gerne so spielen, wie er gedacht ist, weil man kann halt mit den Fähigkeiten, die man hat, unfassbar viel breaken. Im Sinne von den Weg komplett anders laufen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ne? Es ist halt... Es ist halt so. So, ich will jetzt erstmal an die Lanze hier ein vernünftiges Sonanium-Ding ranpacken. Zum Beispiel das Beta-Elite-Konstruktoren. Und dann einmal Synthese machen damit. Zack. Und dann haben wir da wieder ein cooles Doppelschwert. So. Das Ganze können wir hier auch einmal gerade machen. Mit... Was haben wir noch an Sonanium-Stuff? Das ist irgendwie nicht so sortiert, wie ich das gerne hätte, oder? Kann das sein? Warte mal. Nach Typ... Ah, jetzt ist nach Typ sortiert. Ja, hier, ne? Solche Sachen. Sowas kann man da schön ransetzen. Sowas kann man da sehr schön ransetzen. Zack. Nice. Und wir haben noch eine Sonanium-Lanze. Die würde ich auch gleich mal jetzt bauen wollen. Können wir eigentlich... Ach komm, wir haben 30 Stück davon. So, was soll's. Was soll's. Zack. Sehr schön. Dann. Halt. Dann haben wir hier noch ein mächtiges Sonanium-Schwert. Jawohl. Das kann man auch gleich mal noch hernehmen. Und da packen wir ran. Ach, guck mal, das macht aber auch nur 8. Das ist gar nicht so krass. Was ist denn krasser? Das macht doch auch nur 5. Oh, ich dachte, das macht mehr. Schau mal, hat gar nicht so viel mehr gemacht. Ah, warte, ich kann es doch bestimmt nach Angriffsstärke. So. Sag ich doch. Ach so, weil die aber... Oh, ja. Weil die aber ja jetzt kein Sonanium-Stuff sind. Okay, also das Stärkste, was ich an Sonanium habe, ist aktuell dieses hier. Also sollte ich schon das hier dann auch ranpacken. Okay. Das ist normales Schwert. Sehr schön. Sehr wichtig. Weil dann haben wir aber wieder ein bisschen ordentlichere Waffen, ne? Und jetzt habe ich aber keins mehr, was ich aktuell bauen kann, korrekt? Ja. Jetzt habe ich aktuell alles gebaut, was ich bauen kann. Ich meine, Zauberstab, da kann ich halt wahrscheinlich so eine... Ja, das ist halt eine Lanze. Aber an den kann ich halt problemlos hier diese Dinger ranpacken. Ja komm, dann machen wir das mal gerade. Wir machen da mal einen Blitzstab draus. Ich habe noch keinen Blitzstab. Dann machen wir mal einen Blitzstab im Moment. Warte. Dafür lege ich... Ja, was muss ich denn dafür eigentlich auf den Boden legen? Das waren die Kristalle, ne? So Rotonit und so, das war... Wobei, es ist aktuell nach Angriffsstärke sortiert. Ich muss nach Typ wieder sortieren. So. Und jetzt muss ich die Gesteine suchen. Da. Rotonit war Feuer. Saphir war Eis. Dann ist wahrscheinlich... Genau. Enthält die Kraft von Blitzen. Richtig. Topaz. Aber rein zum Kämpfen?
Topaz ist halt auch teuer, ne? Ja, komm, wir machen mal einen Blitzstab. So, einfach, dass wir ihn haben, falls wir ihn mal brauchen. Aber wahrscheinlich setze ich den kaum ein. Bäm. Aber schon cool. Ich hatte gerade kurz Angst, dass mich das Ding selbst trifft und einfach tötet. Ich speichere mal gerade. Wir haben so wenig Energie, ich speichere mal gerade lieber. So. Okay. Und jetzt können wir mal ganz normal wieder weiterspielen hier auf entspannt. Nein, ich hätte gern meine Lanze. So. Okay, fahren wir mal eine Runde weiter. Also, ich habe das Gefühl, ich hätte noch einen anderen Weg gehen müssen vorher und bin jetzt noch ein bisschen falsch unterwegs, aber das macht nichts. Tschüss. So, Stoppwagen. Sehr schön. So. Na, weil da drüben... Und ich glaube nicht, dass es da einen anderen Weg dahin... Wobei... Nee, ich weiß es nicht. Es sieht halt nicht so aus. Ich glaube, ich hätte da schon hingekonnt. Aber ich könnte halt jetzt von hier aus... Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Ich könnte halt von hier aus da jetzt einfach hinfliegen und gehe halt nicht den Weg, wie er gedacht ist. Ich wollte halt gerne die Schienen so nutzen, wie sie sein sollen. Aber du kannst halt einfach, dadurch, dass du dich halt frei bewegen kannst, du kannst halt alles breaken. Hm. Wir lassen es mal noch aus. Wir überlegen, ob es da noch einen besseren Weg dahin gibt, der auch so gedacht ist. Also, dass es sich auch so anfühlt, als wäre es so gedacht. Na? Waren wir da unten schon? Nee, da unten waren wir noch nicht. Das Ding dreht nur wieder. So, was macht er jetzt hier? Der fährt jetzt wieder runter. Ja, das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr. Wo komme ich denn da jetzt raus? Der fährt jetzt hier runter. Ach doch, das ergibt natürlich Sinn. Jetzt bin ich nämlich auf dem Ding. Ja, okay, 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 Moment. Zack. Da oben ist nämlich der Sprengler drauf. Und wir müssen den da auslösen, den Gong. Aber vorher... Kann ich da nicht einfach hochklettern? Also ich habe nicht ganz das Gefühl... Das ist jetzt wieder so das, wo ich halt sage, ich glaube, ich mach's falsch. Oh, okay, ich kann nicht einfach hochklettern. Also könnte ich vielleicht schon, aber ja, ne? Nein, ich will nicht. Will ich nicht. Soll ich mir da jetzt eine Rampe bauen? Ist das das, was das Spiel eigentlich will? Also, weil ich habe doch jetzt aus irgendeinem Grund den Fels da oben drauf kaputt gemacht. Aber ich komme halt an das Ding nicht ran. Oh. Hat gut funktioniert. Hüpf.
Okay. Das ist nicht, was ich wollte. Ich will dich erstmal ausschalten können. Sonst verbrauchst du meine ganze Batterie. So. Und jetzt will ich mal eine Rampe bauen. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Also, weil, na, es ist... Fühlt sich ja schon so an, als ob man das hier machen sollte. Ich weiß halt noch nicht so ganz. Aber hey, was soll's. Nicht so. Aber das ist halt schon... Ich glaube, das rollt... Ich glaube nicht, dass er das... Ich glaube, das ist ein bisschen arg steil jetzt, oder? Ist das zu steil für dich, Kollege? Oder haut das genauso hin, wie ich das will? Das ist zu hoch sogar. Lol. Das ist einfach zu hoch, okay. Ja, wenn das zu hoch war, funktioniert es ja tatsächlich. Das ist... Okay, das war witzig, dass das ging. Ja, ist in Ordnung. Ist okay, ist okay. Akzeptiere ich. Link, es sind noch... Ja, ist doch recht. Ich kann auch zählen. So. Okay. Ja, aber na, die da drüben, der da drüben ist der mich stresst. Der da drüben ist der mich stresst. Da müssen wir nachher nochmal hin. Jetzt muss ich den halt drehen, weil hier kann ich eh nicht andersrum. So. Wann sind wir jetzt hängen geblieben? Das ist jetzt doof. Okay, was habe ich verpasst? Wo hätte ich absteigen sollen? Nee, hä? Das ist die... Hä? Ich fahre hier einfach nur außen rum. Ich fahre hier einfach nur außen rum. Okay. Es muss doch irgendeinen Sinn geben, dass man hier außen rum fahren kann. Wozu? Also was? Also was ist denn hier die Mission? Oh shit. Kann der Wagen sich jetzt mal... Nein, kann der Wagen... Kann der Wagen sich mal gerade verziehen? Oh lol, warte mal. Wir fahren dann darüber. Wir können ja einfach selber den Wagen ändern. Ja, eben. Jetzt habe ich den Wagen ja auf die andere Seite gepackt. Jetzt muss ich ja nur selber den Wagen wechseln. Ich meine, funktioniert theoretisch, ne? Hm.
Jetzt lassen wir uns halt mal hier hinrollen. So, stopp, stopp. Noch ein Stück. Stopp. Und wir wechseln den Wagen. Jawohl. Okay. Nur, dass wir jetzt in die falsche Richtung fahren. Oh. Und das Ding müssen wir kaputt machen. Ups, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Ah, jetzt fahre ich in die falsche Richtung. Das ist blöd. Warte mal. Wir können ja hier... Wir sind ja anpassbar. Ist ja gar kein Thema. So. Und jetzt müsste ich doch... Nee, wo fahre ich denn jetzt hin? Das war wieder nicht so gut. Das war wieder gar nicht so gut. Ich habe das Gefühl, der Weg, den ich gerade zurückgefahren bin, ist eigentlich ein Hinweg. Das Gefühl habe ich. Ich glaube, ich bin gerade eigentlich den Hinweg gefahren, weil plötzlich war die Schiene weg. Und das ist, ich glaube, das ist, man fährt da eigentlich irgendwann irgendwie da hoch. Das ist halt dadurch, dass du halt das so individuell spielen kannst, machst du halt einfach so viel verkehrt. Okay, ich höre jetzt auf, nach der gedachten Strategie zu spielen und spiele einfach, wie ich denke. Das ist... Ich glaube, das ist das Beste. So. Okay, ich muss... Ja, ich bin nämlich von hier bin ich gerade runter. Das ist richtig, ich bin von hier gerade runter. Ja, genau. Genau das hätte ich eigentlich mal... Also das wäre... Ja, wow. Na, weil jetzt fahre ich hier schön hoch. Jetzt fahre ich hier schön hoch und das hätte ich eigentlich gerade haben können. Und stattdessen bin ich jetzt da runtergefahren. Also das war es ja komplett. Ja, also so war der Weg ursprünglich mal gedacht. Also ganz ursprünglich. Jetzt habe ich den eingeschaltet, ist das mein Ernst? Ruhe. So war der Weg ursprünglich gedacht, dann würde man nämlich hier hochkommen und dann hätte man jetzt erstmal den Kollegen gemacht. Und dann würde man mit dem Ding hier weiterfahren. Dann verstehe ich nicht, warum man da einmal außen rumfahren kann, was das am Ende bringt, aber hey, ist ja auch egal. So, jetzt will ich das Ding irgendwie kaputt machen. Okay, ganz ehrlich, ich weiß, wie ich das kaputt mache, und zwar am schnellsten. Am schnellsten machen wir das so kaputt. Sehr gut. So, mich würde gerade was interessieren. Yonobo kommt nur dazu, wenn ich auf einer Schiene fahre. Okay. Alles klar. Und auch nur, wenn es an ist. So. Ja, dann fährt man hier hoch. Hat das Ding kaputt gemacht. Ah, das ist die Boss-Arena, ich verstehe. Sieht auch cool aus. Keine Frage, cool sieht's aus. Na, aber dann geht man hier hin und dann dreht man das halt zurück. So. Und jetzt hat man ja hier aufgemacht.
Aber weiß jetzt noch nicht so ganz, wie man da hinkommt. Ich könnte halt einfach wieder hochklettern. Es gibt jetzt halt keinen so richtigen Weg da rein, ne? So, das ist jetzt offen. Aber so einen offiziellen Weg da rein sehe ich jetzt nicht. Also wie gesagt, ich kann halt hochklettern. Das fühlt sich halt nicht richtig an, weil es halt einfach... Also, das fühlt sich halt wie so ein Cheatweg an. Versteht ihr, was ich meine? Das fühlt sich nicht nach dem offiziellen Weg an, den man gehen soll. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie der offizielle Weg hier sein soll. Ist mir jetzt auch wurscht. Nein, ich wollte die Waffe nicht wechseln. Ich will auch nicht fotografieren. Das wollte ich. Komm, wir machen den inoffiziellen Weg. I don't care. Weil, wie gesagt, inoffiziell werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Inoffiziell ist es halt kein Thema, da hinzukommen. Da kletter ich halt hier am Rand entlang. Aber offiziell, da führt keine Schiene hin. Da führt nichts hoch. Vielleicht kann man von irgendwo runterfliegen. Ich weiß es nicht. Ich kletter jetzt so hin. Ich meine, dafür ist ja dafür ist es ja Open World. So, du hast halt verschiedene Wege, die du gehen kannst. So, was soll's. Aber das hier ist auch der Schluss. Das hier ist der Schluss. Jetzt komme ich ganz unten hin. Jetzt lande ich ganz unten beim letzten Gong. Dann lösen wir den halt schnell aus. Was soll's. Ist hier noch eine Truhe unter... Ja, da ist noch eine Truhe. Hätte ich mir doch denken können. Ja, habe ich einen sich selber gerade? Die Frage ist nur, ob ich irgendwas ersetze. Die macht 20 Schaden. Okay, wieso macht meine Beta-Krieger-Klinge 28? Ach, weil die an einem Großschwert dran ist und die hängt nur an einem normalen Schwert. Okay, okay, doch, ich verstehe schon. Aber das Ding geht eh bald kaputt, haben wir schon gesehen. Das Feuerteil setze ich irgendwie auch nie ein. Ist auch irgendwie dumm, das nicht einzusetzen, sind wir mal ganz ehrlich. Will ich diese... Ich meine, das sind halt diese Glanzwaffen. Aber will ich die überhaupt nutzen? Ich nutze sie ja nicht. So. Das ist auch so albern, dass ich die da einfach behalte. Das macht nur 19. Ja, warum breit? Komm, dann ersetzen wir den. So. Ich mache mir viel zu viel Gedanken um den ganzen Quatsch. Am Ende habe ich die Waffen eh nur ganz kurz. Also, es ist halt... Also, du nutzt die ja eh ganz kurz immer nur. Wenn du sie halt dann gerade hast in dem Moment. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ja, genau. Ach. Ja, was nehme ich jetzt raus? Mann. Ich würde halt schon, das würde ich schon gerne mitnehmen, weil es halt cool, also weil es halt... Ach komm, was will ich mit... Was will ich mit einem 7er Reiseschwert? Warum... Warum sollte mir das so wichtig sein? Nur weil ich es von so einem Geistertyp bekommen habe. So, es nützt mir doch gar nichts. So, das wäre eigentlich der letzte gewesen. Ich habe den dritten übersehen, ich habe es gewusst. Ja, ich habe ja auch Ideen, wie man da hinkommt, nur halt nicht die offizielle Idee. Ich hätte halt gerne den offiziellen Weg genommen. Aber ich habe ja auch jetzt nicht den offiziellen Weg zum Finale, also zu dem Ding. Das war niemals der offizielle Weg, da an der Seite entlang zu klettern. Niemals ist das der offizielle Weg. Da gibt es einen anderen Weg, aber ich weiß nicht wo. Was soll's. So, wir fahren mit dem Aufzug wieder hoch.
Wieso fährst du ohne mich? Komm runter. Warte doch einfach, bis ich da bin. Wie wär's damit? Die Musik hört man auch immer nur mal ganz kurz so ein bisschen. Die Musik ist auch dabei. So, ja, ne, also jetzt sind wir hier. Und wir haben schon festgestellt, den Weg hier zu fahren ist nicht die beste Idee gewesen. Das Ding da hinten auslösen können wir von hier aus nicht. Auch das habe ich probiert. Ich könnte hier wahrscheinlich Raketen ranbasteln mit meinen Kapseln und dann darüber fliegen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. So grundsätzlich. Ich glaube halt nicht, dass ich schnell genug mit dem Einzelventilator bin. So. Aber jetzt gucken wir uns das nochmal auf der Karte an. Weil mich würde schon interessieren, den richtigen Weg zu gehen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich das nicht tue. Karte. So. Also, na, das ist der kaputte Weg. Das ist auch, haben wir gesehen, funktioniert nicht. So. Jetzt gibt's noch diesen Weg hier. Aber der sieht eher wieder wie der Rückweg aus, um hier wieder rüber zu kommen. Ja, aber es gibt keinen anderen Weg. Warte mal, was ist das denn für eine Schiene? Ah, das ist von hier. Ach so, das ist das, wo ich gesagt habe, ich könnte hier rüberfliegen. Ja, komm, dann machen wir das jetzt. Das erscheint halt noch am... Wait. Ah, dafür muss ich eins höher. Dafür muss ich da drin sein. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall hier hochfahren. Wo ist mein Wagen? Ist hier irgendwo ein Wagen? Ja, da ist ein Wagen. Ist da schon ein Ventilator dran? Nope. Gut, dann nehmen wir doch gleich. Da sind sogar ich habe die Raketen nicht gesehen. Okay, dann ist es mit... Ich habe die Raketen nicht gesehen. Ich hätte halt... Ach Mann, das ärgert mich jetzt wieder. Ich habe ja gedacht, dass es mit Raketen ist. Habt ihr ja gerade gehört. Aber ich wollte halt jetzt nicht eine Kapsel nutzen. Weil eine Kapsel fühlt sich halt wieder so an wie das... Na, das ist so ein Trick. Ein Trick, den mir das Level nicht vorgibt. Obwohl man es ja... Wo es eine Fähigkeit ist, die man selber hat. Aber ich wollte halt das nutzen, was mir das Level an sich vorgibt. Aber hier sind einfach Raketen. Ja, dann ist die Sache ja klar. Ich habe die Raketen da oben drin nicht gesehen. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Okay, das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, weil wie gesagt, dann ist die Sache klar. So, dann machen wir einmal jetzt diesen hier. Und sind oben. So, ne, also, ja. Geschenkt. Geschenkt dann in der Situation. Also, dann ist es geschenkt. Dann ist klar. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht gesehen habe. Was ist das? Ach, die hängen so an Haken zusammen, okay. Ach, weil ich damit hier rüber zurück muss. Oder da hoch dann, okay. Ja, gut. Da oben ist dann der letzte. So.
Da ist noch eine Truhe. Bitte keine Waffe. Okay, sehr gut. Und ich spiele so ein einsames Pärchen einfach an zwei Irrlichtern. Die ich gleich wieder am liebsten mitgenommen hätte einfach. Aber gut. So. Ist hier sonst noch was auf der Höhe jetzt? Ich glaube nicht. Okay. Die kann ich aber nicht abmachen, ne? Die kann ich nur... Die kann ich nur verknüpfen. Aber die reichen ja nicht. Ich meine, ich kann da hochklettern, ja gut. Wenn Yonobu jetzt hier hochkommen könnte... Aber er ist ja nicht der Geist, der da hoch kann. Ja, aber ich kann auch einfach dran vorbeilaufen. Welchen Sinn hat dieses Ding hier? Also jetzt Real Talk, welchen Sinn hat dieses Ding? Warum will ich das kaputt machen? Das sieht voll so aus, als wäre das voll wichtig, das an der Stelle kaputt zu machen. Ist es einfach nicht. Aber so müsste es auch gehen. Ja. Ist da eine Truhe oder ist da... Warum mache ich das kaputt? Hier ist einfach nichts. Ich mache es einfach kaputt, weil ich es kann. Okay, cool. Kann man machen. Ach so, da, ich wollte so ein Ding machen, richtig. Aber das ist jetzt aber... Wait, ist das auf der richtigen Seite? Nein, ist nicht an der richtigen Seite. Den erstmal trennen. Dann hängen wir den an die richtige Seite ran. So. Dann hängen wir den ran. Nein. Ja. Und dann fahren wir eine Runde in die Richtung. So, stopp. Da ist nochmal eine Truhe. Okay, Rodonit, schön, schön, schön. Kann man mitnehmen. Aber sonst ist hier jetzt auch nichts, ne? Also, für was bin ich denn jetzt hier? Dieses riesige Ding ist nur für die Truhe? Da will ich auf jeden Fall hoch. Weil ich verstehe bis jetzt nicht, warum ich diesen Felsen da kaputt gemacht habe. Als ob der irgendeine Bedeutung gehabt hätte.
Like, hä? Aber hier gibt's jetzt sehe ich's ja auch, hier gibt's ja gar keinen anderen Weg dahin. Ich kann... Ach, warte mal. Nee, oder? Soll ich von da aus da hochdecken springen? Ist dafür der Felsen kaputt gemacht worden? Ich will halt den offiziellen Weg. Das ist... Also, ne, ich kann ja trickweise, komme ich da problemlos hin. Das ist nicht das Problem. Also ich bin nicht stuck. Ich will einfach den offiziellen Weg gehen. Aber hier ist... Also hier ist nichts. Ich glaube, das hier hinzugehen hat mir gerade gar nichts gebracht. Nee. Nee, das ist jetzt hier dieses Ding. Und von hier gibt es nur wieder den Weg hier rüber. Also ich finde das sehr albern gebaut, aber gut. Vielleicht verstehe ich auch einfach irgendwas nicht. Kann ja sein. Aber ist es? Oh, oh. Ja, okay, schaffen wir doch, schaffen wir, alles gut. Aber ist das... Ist das unter einem Vorsprung? Das ist aber auch nicht unter einem Vorsprung. Ich verstehe nicht, warum ich dieses Ding kaputt gemacht habe. Was hat mir das genutzt? Dass ich hier auf diesen Felsen... Also, was nützt mir dieser Felsen hier? Da ist nichts zum Hoch, also... Ich glaube, ich denke einfach zu kompliziert für den richtigen Weg. Oh, da oben ist noch so ein Ding. Aber was? Das bringt mir ja auch nichts, das kaputt zu machen. So. Oder? Warte mal. Okay, was passiert jetzt? Lol. Und dann soll ich da jetzt einfach hochklettern. Und dann ist da plötzlich einfach der Kollege. Okay, aber ich meine, jetzt könnte ich doch auch... Also, was soll ich jetzt... Was ist jetzt die gedachte Geschichte mit der Kiste? Ich könnte zum Beispiel diese Zeitgeschichte machen, das Ding hochheben, damit hochschweben. Das wäre möglich. Ich kann doch aber auch jetzt ganz normal hier hochklettern. Was wäre denn jetzt der gedachte Weg mit der Kiste gewesen? Ich kann doch ganz normal jetzt hier hochklettern. Wozu so? Was soll ich mit der Kiste noch anfangen? Oh, warte mal. Geht das noch überhaupt? Na doch. Ja. Pff, keine Ahnung, was ich mit der Kiste gemacht hätte machen. Also, wie gesagt, das, was ich halt vermute, kann ja sein, dass das Richtige ist. Also, so schön ich die Fähigkeiten finde, die man hat, sie... Link. Ja, ich weiß es doch. Ja, ich weiß es doch. Sie lassen sich halt sehr ausnutzen, um überhaupt nicht mehr gedacht zu spielen. Das ist irgendwie ein bisschen schade, aber egal. Gut, dann hätten wir es. Gehen wir zum Boss. Klatschen wir den Boss hier um. Ich denke mal, wir brauchen jetzt uns hier nicht weiter. Also. Ja, okay, doch, pass auf. Was ich noch ausprobieren möchte, ist auf jeden Fall, wie hoch ich hier komme. Und wie hoch ich hier vor allem darf. Oder soll. Oh, oder? Nicht runterfallen. Nein, bleib mal da drauf stehen. Nee, also hier soll ich auch nichts. Hier soll ich nicht höher, glaube ich.
Hier könnte ich noch in den, an den Vorsprung. Nee, da soll ich auch nicht. Okay, dann soll man hier wohl nicht höher kommen. Okay, uah. Also das mit der Kiste da unten, die finde ich ja wieder besonders weird, wo, was die jetzt für eine offizielle Bedeutung gehabt hätte. Naja, egal. Was soll's? So. Mit 3,5 Viertelherzen wird es sicherlich großartig, aber egal. Wir gucken mal, was passiert. Ja. Es ist offen. Schnell, wir müssen die roten Felsen zertrümmern und Zelda retten. Es stimmt, es ging ja immer noch darum, Zelda zu retten. Die Fake-Zelda wollen wir retten. Natürlich, Yonobu. Ja, natürlich. Würde mich aber schon ganz... Ach, naja, komm. Wir lassen uns einmal einfach zerschlagen. Ist ja kein Problem. Kostet ja nichts. Ja, das ist die Arena. Man sieht jetzt schon, dass die Arena sehr darauf ausgelegt ist, mit Yonobu rumzurollen. Ich bin gespannt. Wer uns jetzt hier entgegengeworfen wird. Okay, aber wie kann ich das jetzt hier starten? Ach so! Er geht jetzt schon komplett außenrum. Ja gut. Das heißt, das Spiel hat einem ja jetzt schon gezeigt, dass man einmal komplett außenrum rollen kann. Wo ist Zelda hin? Ja, wo ist Zelda hin? Moment mal! Ist das ein super fieses Monster? Ja, wer hätte es erwartet? Nee, tut sie nett. Ich wollte von schon fast sagen, sieht aus wie so ein Goma. Warum habe ich es nicht gesagt? Jetzt glaubt es mir wieder keiner. Wir müssen sie da schnell rausholen. Ach, Yonobu, Mann, ich will mit dir reden und sagen, dass du dumm und naiv bist. Jetzt komm ich. Pass auf. Das hat ja gut funktioniert. Massiv aus und schmerzhaft. Okay. Ah, die explodieren. Ich verstehe. Ja. Der wird auch explodieren. Schnell weg. Meinst du? Oh, ja, den anderen habe ich nicht gesehen. Gut, aber ich wollte eh meine Energie aufbrauchen. Jetzt können wir richtig kämpfen. Jetzt können wir richtig kämpfen. Let's go. Wie er schon auf mich wartet einfach. Guck mal, da oben ist schon dieses Ding. Ich habe nicht gesehen, dass das Ding so nah an mir dran ist. Oh, ich habe aber eine Idee. Falls die Dinger immer explodieren, könnte ich die auch auf ihn schicken wahrscheinlich. Könnte ich auch mal ausprobieren. Ich dachte so eigentlich, ich will mit Yonobu seine Beine zertrümmern. Aber auf ihn die Dinger schicken könnte auch eine gute Idee sein. Ja, das klappt sogar. Der Felsen ist explodiert. Ah, nee, bringt nichts. Der wird auch explodieren. Schnell weg! Ja, so. Also doch mit ihm, doch mit ihm. Doch mit ihm, habe ich mir ja gedacht. Mann, nicht immer in mir in die Nähe.
Ich habe nicht getroffen. Treffer. Ich glaube, ich sollte eher auf ihn draufklettern, kann es sein, wenn er das macht. Ja, ich glaube, ich soll auf ihn draufklettern, wenn er das macht. Oh, weia, der hält viel aus. Ich glaube, meine Lanze... Oha, okay, alles klar. Ja, Alter, Alter, gut. Oh, es hat noch nicht gereicht. Ärgerlich. Zack. Ja, dafür muss ich aber ganz schnell hinkommen. Wir brauchen jetzt mal unser Gamma-Breitschwert hier auf. Weil das natürlich auch nochmal ordentlich Schaden machen wird. Oh ja, okay, zweite Phase. Das wird jetzt anders sein. Er geht an die Decke, natürlich. Okay, das ist frech. Ach nee, ich bin dumm. Ich müsste Yonobo nutzen. Ja, habe ich jetzt falsch gemacht. Ich glaube, ich müsste eine Yonobo nutzen, um da rauszukommen. Ah, das wird jetzt wehtun. Ja, ja, den nehme ich hin. Ich muss Yonobo nutzen, um da rauszukommen. Diesmal starten wir gleich mit dem Breitschwert. Dann machen wir hiermit nämlich weiter. Das macht ordentlich mehr Schaden. Ach komm, es hat noch nicht... Mann, der war noch nicht bereit. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich nur ganz kurz draufhauen, weil er dann in der Zwischenphase ist. Na, ja, dann geht er in die Zwischenphase rein. Okay. Kennen wir schon. Aber ich schätze, ich muss Yonobo nutzen, um da rauszukommen. Er kommt von oben. Vorsicht! Er kommt von allen Seiten. Ja. Nichts wie weg. Pass auf! Also treffe ich den nicht. Dabei. Ach, so treffe ich nicht. Ja,
Danke, Yonobu. Yonobu. Also wahrscheinlich kann ich ihn entweder mit den Beinen wieder von der Decke schlagen. Aber ich würde fast lieber Yonobu immer dafür behalten, dass das besser läuft. Ja, der Bogen hat sich verabschiedet. Wir essen mal gerade was, weil ich will nicht immer One-Hit-K.O. sein. Das ist auch ein bisschen albern, dass ich nichts gegessen habe bisher. So, wir können ja wieder kochen später. Ich wollte einen Bogen ausrüsten. Nehmen wir den. Scheiße. Ja. Also hierfür will ich auf jeden Fall Yonobu behalten. In einer Zwischenphase könnte ich es auch mal jetzt mit ihm probieren. Wo ist er jetzt gerade? Da. Dann schicken wir ihn halt mal hier los. Na, treffen aber nicht. Ihn so zu treffen ist halt echt nicht so einfach. Aber ich kann ihn eigentlich nur so jetzt erledigen. Yes! Oh, es hat auch gereicht. Das hat gereicht, um ihn runterzuschlagen. Sehr nice. Okay, komm, 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 da fehlt nichts mehr. Ist das mein Ernst? Okay, aber das machen wir jetzt mit dem Bogen zu Ende. Sehr schön. Ah, was ein Vieh. Der war deutlich interessanter als der erste Boss, muss ich sagen. Also, designtechnisch war der erste Boss cooler, aber der war herausfordernd. Vielleicht sage ich es so rum. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, was jetzt passiert, ist alles kein Geheimnis. Wir bekommen Yonobus Fähigkeit, wir bekommen einen Herzcontainer. Also was heißt, wir bekommen nicht Yonobus Fähigkeit, aber sondern den Schwur halt. Na, so. So, zack. Na, nehmen wir halt einfach. Plonk. Sehr gut. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Wir wissen ja, was passiert. Es ist jetzt kein großer Cliffhanger oder so, sondern ich will einfach, dass der Part nicht noch länger wird. Danke fürs Zuschauen und tschüss.